So, Aufnahme gestartet. Ich fange das Video an in 1, 2, 3, go. Ja, hallo zusammen. Wir sind hier bei der Hearts Legacy Open 2023 und schauen uns mal gemeinsam die sechste Runde an. Wir haben hier zwei Kontrahenten. Einmal den Max Schlag. Der sollte, Nicht soweit genau, ich nicht weiß, auf genau, nicht Greg genau das. Sestelva sein. Oh, er Und ist, der ja, Yannick genau. Jetzt, der spielt Cephalid Ist noch richtig, ist noch Breakfast. richtig. Sind hier im 3-2er-Bracket. Also ich glaube, es waren Ich 6 möchte unseren Runden. Punkt erhalten. Das heißt, mit 4-2 könnte man sich noch in die Top 8 reinmogeln. Tarte, ich Das heißt, möchte es geht Punkt hier noch um erhalten. was. Dann schauen wir mal. Greg Sestelva, jetzt auch mit Ich verschiebe Bowmaster hier. zu deinem anderen Ende. Gegen Cephalid Breakfast, das wirklich Eine Runde Probleme hat mit dem verschieben. Onboard Removal, weil es ein kreaturenbasiertes Deck ist. Mit ein Toughness-Kreaturen, die für die Combo notwendig sind. Dann schauen wir mal, wie das hier ausgeht. Max on the play mit Greg Sestelva, das sehen die in der Regel immer ganz gerne. Das sieht man aber gar nicht. Das sieht man aber nicht. Und Dann habe ich so ein geheimnisvolles. Delver Turn 1. Dann habe ich so eine geschlossene Brosche. Schauen wir mal, ob das ein braver Delver ist, der flippen will oder nicht. Ja, wir haben bei uns einen guten Spezialisten, der ist bekannt und berüchtigt dafür, dass seine Delver nie das tun, was er möchte. So. Ganz entspannter Legacy-Start hier. Turn 1, eine 1-1-Kreatur gelegt. Und der Gegner spielt einfach ein Cantrip. Es geht ja alles ganz zivilisiert zu Gange hier. Schauen wir mal, wie das noch weiter ausgeht. Ja, wenn ich jetzt drüber nachdenken müsste mit Force Stays, Lightning Bolt, Orcish Bowmaster, hat Grixis selber hier einiges an Antworten parat, wo der Breakfast-Spieler sich durchspielen muss, wenn man das alles parat hat. Okay, die Bauble wird gecrackt im Endstep, damit man am Upkeep aussuchen kann, ob man zuerst zieht oder erst aufdeckt. Okay, also zwei Chancen, den Delver zu flippen. Okay, Delver möchte nicht, kein braver Delver. Wunderbar. Da bist du schon am Zuge. So. Kein weiterer Druck vom Delver-Spieler. Vielleicht wartet da ein Bowmaster und guckt sich einfach an, was der Gegner hat. Noch ist nicht viel passiert im Spiel auf jeden Fall. Das Interessante hier ist auch, oh, noch einen Basic Island, wunderschöne Basics. Wenn ich mir jetzt überlegen würde, was für ein Basic Island Artwork ich wählen will, die sind auf jeden Fall schon weit oben dabei, obwohl die Mirage Basics auch sch wirklich schick sind. Okay. Der Spieler hat keine Ahnung, wie ihn er spielt. Erstmal, Island könnte auch High Tide sein. Könnte auch ja, ein Blue Control sein. Man weiß es noch nicht. Man ist vorsichtig und schaut. Willst du dir dann mal meinen Deck anbieten? Ja, sehr gerne. Dann kannst du dich noch ein bisschen austoben damit. Und dann würde ich trotzdem einmal eine Karte ziehen. Okay. Delver hat wohl kein Instant of Sorcery gezeigt. In Reaktion geschaffelt, weil man die Karte nicht haben wollte. Bisher relativ passiv vom Delver-Spieler. Ah, jetzt ja. Das habe ich auch gedacht, aber ich habe es mir nicht Okay. getraut. Was kommt jetzt? Offenes Mana für einen Bowmaster liegt bereit. Jetzt mal scharf nachdenken. Scharf machen sozusagen. Ich
das für in Betracht gezogen, was da so abgeht bei dir. Okay, kein Bowmaster. Haben Combo-Piece gefunden. Mit dem Nomads Encore, schauen wir mal. Okay, also. Bisher sehr entspannte Runde. Da freut sich der Breakfast-Spieler, wenn da kein Druck passiert. Was ich jetzt hier finde, was mir nichts bringt. Ich guck mal. Oh. Delver hat sich entschieden, in der vierten Runde vom Spiel endlich mal zu flippen. Und gucken wir mal, ob der Druck noch reicht. Bin ich schon bei 17. So, okay, man weiß jetzt, dass ein Days in der Hand ist, man kann drum rumspielen. Die Glock hat sich jetzt verdreifacht, aber bisher müsste der Yannick noch bei 18 Leben sein, nach 2 Attacks für einen Schaden. Dann greift die Insekten so. Das heißt, den Tempofaktor konnte man hier bisher noch nicht ausspielen. Vielleicht liegen da auch noch ein paar Wastelands bei Max auf der Hand, die er einfach noch nicht verwandeln konnte. Jo. Hab ich. Jo. Kein Baumaster. Jo. Ja. Vielleicht auch gar nicht mal so blöd hier versuchen, den Bowmaster rauszulocken. Der Schaden kann einem egal sein. Man möchte ja eigentlich den Bowmaster als Removal für die Combo-Pieces rausnehmen. Und dementsprechend macht es dann irgendwie schon Sinn, versuchen, das reaktive Element rauszunehmen, Gegner ein bisschen auszutappen. So. Ich hab nur 6. Nur 6? Ja. Aber du machst ja auch nichts. Ja, sehr, sehr ruhig bisher. Schauen wir mal. Ich glaube, der Max hat immer noch keine Ahnung, um was er rumspielen muss. Er weiß nur, dass er blau und weiß liegt und er jetzt eine kleine Glock hat. Das ist, wenn man sich das von außen anguckt, so ein Spiel, ist immer ein anderer Aspekt, als wenn man quasi unwissend im Sitz vor Ort ist und sich dann überlegen muss, okay, was passiert hier eigentlich? Ja. Okay. Jetzt sollte man Bescheid wissen. Darauf wünsche ich dann doch zu reagieren. Es scheint mir ein Snuff-Out zu sein. Okay, Snuff mal auf den Nomaden in Reaktion. Oh, wunderbar. In das Days reingespielt. Sogar Mana dafür bezahlt. Also, jetzt geht man einfach drauf. Ich bin trotzdem tot. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Okay, da war wohl nichts in der Hand. Nur Länder oben auf der Spitze. Ja, wir haben es aber auch irgendwie. Ja, also. So schnell kann es gehen. Also für alle Leute, die Cephalid Breakfast noch nicht gesehen haben, der Cephalid Illusionist kann einem selber millen, wenn er Target von Ability wird. Und mit dem Nomaden kann man den Cephaliden immer targeten. Man millt sein ganzes Deck. Dreht dabei noch ein paar Narkomöben um und kann dann mit Dread Return und Tassas Orakel im Friedhof mit leerer Bibliothek gewinnen und zwischendurch noch eine Kabal Therapy auf den Gegner spielen, um zu gucken, ob der Weg frei ist. Das ist eigentlich ein ganz nettes Package. Solange man die Karten nicht auf der Hand hat, kann man komplett mit dem Friedhof interagieren und die Hand bleibt halt davon nicht beeinflusst. Also, das geht schon ganz gut klar. Ist leider nur eine Kreaturen-on-board-Kombo. Das heißt, dadurch ist das relativ anfällig für Removal. Und Bowmaster in dem Cantrip-Deck, das ganz viele eintaffende Kreaturen spielt, wirklich, wie ich schon gesagt, eine schwere Reaktion. Aber bisher war Bowmaster auch etwas zurückhaltend, wollte sich nicht zeigen. Ja, der Max, so wie gerade gesagt, wahrscheinlich eher nur Länder gezogen, wahrscheinlich ein paar Wastelands auf der Hand gehabt, aber wenn man Basics hat, sollte man dafür auch belohnt werden, sie zu spielen, wenn der Gegner dann mit drei Wastelands auf der Hand ins Nichts guckt.
Das, da gibt es schon schlimmere Sachen. So. Game 1 für Breakfast. Jetzt kommt Interaktion, jetzt kommt Surgical, jetzt kommt Fairy Macabre, jetzt kommt Extra Removal. So. Dragon's Rage Channeler. Wunderschön. Ja. Hier sehen wir auch wieder schöne Magic Online Duels beim Max auf der Seite. Das heißt, hier ist ein Proxys erlaubt gewesen, aber das hält die Leute nicht davon ab, trotzdem ordentliches Magic zu spielen. Guck mal, Swords to Plausch erst auf den DRC. Und haben einen Trigger, man denkt an den Trigger, das ist ordentlich. Es ist genauso wie die Islands. Sehr, sehr schönes Sword zu Plausch. Ich gehe davon aus, das könnte Beta sein. Kann man von hier nicht genau erkennen, aber schöne Black Border Duels. So. Jetzt haben wir Land, Kreatur, Instant im Friedhof, jetzt fehlt nur noch eine Sorcery. Dann habe ich einen Proxies und du bist mein Ziel. Okay. Und natürlich einen Trigger, warte. Lass mich jetzt mal den Trigger noch machen. Ja. Nicht, dass wir das da So, Thoughtseize wird angekündigt. So, dann gucken wir mal. Oberste Karte. Okay, Lightning Bolt weggelegt, den wollen wir nicht ziehen. Okay, immerhin in der Aktion mit der Combo. Nakomilbe, Doppel Illusionist und einen Nomaden. Na gut. Das heißt, die Combo würde hier schon parat liegen. Macht es wahrscheinlich am meisten Sinn, den Nomaden zu nehmen. Der Illusionist ist redundant. Ja. Surprise, surprise. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Dann ist das passiert. Und meine letzte Karte ist ein Ponder und ich habe noch einen Trigger. Okay. Der Delver-Spieler hat es hier geschafft, seine Hand relativ schnell leer zu machen. Das heißt, wir haben noch. Mal, was können wir suchen? Irgendwas Daze-mäßiges. Können auch Graveyard Hate suchen. Okay. Und dann hau ich dich für 3. Der Friedhof wird fix geleert. DSC ist online und dann schauen wir mal, also, was beim Breakfast-Spieler alles noch so zu machen ist. Okay. Habe ich notiert. Ursas Saga, wunderbar. Dann dran in deinem Abkeep ziehe ich die Karte. Bin ich gewohnt, das Karte spielen. Ganz schlecht gelernt, ja. Ja. Das ist jetzt natürlich ein sehr guter Draw an der Stelle, wenn man bedenkt, dass die Ursas Saga auch die Schuko finden kann. Und damit die Combo halt auch umführen kann. Das heißt, in zwei Zügen hat man sein nächstes Combo-Piece automatisch damit auch gefunden. Der Spieler eine Handkarte, gleich zwei, auch nicht voll mit Interaktion. Kann man schon mal ein bisschen aggressiver losgehen. So. Okay. Wir haben eine Sage-Antwort. Und dann bist du dran. Es gibt noch einen Narkomöbel, noch einen Illusionist und noch zwei Länder auf der Hand. Use Disaster und den zweiten davon vermute ich. Nein, die Möbel. Okay. Dann mache ich. Dann ziehe ich eine Karte. Ja. Dann habe ich die 3. Ja,
Der war Tempo 11 Leben. 15 zu 11, ne? Mhm. Noch hat man ein bisschen Zeit und braucht auch nur noch die Hälfte und muss ein bisschen in Interaktion rumspielen. Schauen wir mal. Okay. Das heißt, du hast jetzt noch zwei Handkarten. Bladdestrand und Illusionist. In Respawn zu den Nomaden möchte ich gerne den da zerstören. Und Trigger? Ja, ich habe hier noch. Hyoblast Trigger und Illusionist Trigger. Weil ich der aktive Spieler bin. Genau. Der. Die Karte würde ich da liegen lassen. Ja. Ja. Dann habe ich meinen Trigger. Dann hast du deinen Trigger. Ja. Okay, die Therapie in Friedhof, ja. Der besiegt? Der ist besiegt, cool. So, wir haben eine Therapie, die wir nutzen können. Wir haben die Narkomöbe, eine Handkarte. Jetzt ist die Frage, was sagt man an? Wenn man jetzt gewinnen möchte mit dem Illusionist, gibt's ein paar Sachen, die man sagen kann. Days wäre eine Sache, weil man nur zwei Länder da liegen hat und nicht eine Runde warten möchte. Ich weiß dann Graveyard Interaction, ein Snuff Out. Für Boma ist das kein Mana da. Lightning Bolt ist kein Mana da. Okay. Ziel bin ich? Das ist Days. Okay, wir sagen Days an. Ein Land. Und das habe ich mir gedacht. Und dann heißt es wohl, dass ich wahrscheinlich. Würde ich behaupten, ja. Tot bin. Dann ist das Game. Ah. Da guckt man sich nochmal das schöne Deck an. Wunderbar. Haben wir nochmal eine Runde. Immer in Dreier stapeln. Narkomöbe. Ist sogar mit Stoneforge Package. Es gibt verschiedene Builds. Da mittlerweile ist auch Lotus Petal, Pact of Negation, ein neuer Turbo-Build von dem Deck aufgekommen. Gibt verschiedene Tech-Strategien, die da genutzt werden, weil viele sagen, man geht lieber All-In und will die Stoneforge halt nicht haben, das ist ein bisschen zu controlly und versucht dann einfach lieber Turn 1, Turn 2 öfter zu gewinnen. Das Orakel haben wir gesehen, jetzt fehlt nur noch Dread Return. Und die letzte Karte, ach wunderbar. Oh, da ist es. Ja, und dann schnelles Frühstück für den Yannick. Griechs des Delva hat es leider nicht geschafft, das Tempo zu verwandeln. Aber gucken wir mal ein bisschen Postgame-Talk und Sideboard-Diskussion. Warum hast du die Extraction gesagt? Weil ich an Days auch gestorben wäre und du hast noch drei Daces im Deck und höchstens, ich gehe nicht davon aus, dass du drei oder vier Surgicals spielst. Und Days wäre ich ja genauso gestorben. Ja. Fairer Punkt. Es ist immer, wenn man im Spielersitz sitzt, weit ab von Tod. Dann überlegt man sich immer, okay, was weiß ich vom Gegner, was weiß der Gegner über mich und muss dann halt immer die wahrscheinlichsten Sachen auswählen, gegen die man verliert. Wenn ich jetzt gesehen hätte, gegen Days wäre ich tot gewesen, genau. Ja, aber du wärst halt nicht tot gewesen gegen Days, sondern du hättest halt noch eine Runde warten können. Genau, aber so spiele ich die Therapy und wenn ich sehe, du hast das Surgical, dann obviously gehe ich dann halt nicht ab. Ja, ich glaube trotzdem, in The Dark wäre Strict to Main Call gewesen. Okay, legitim, ja. Tja, deswegen, ich empfehle Spielern immer, wechselt mal ein bisschen mit Decks durch, habt mal ein Control-Deck, ein aggressives Deck, ein Wasteland-Deck, ein Force-Deck. Man betrachtet Decks ganz anders, wenn man mal selber in dem Schuh sitzt und das spielen muss. Bei mir hat sich meine Spielweise in meinen aggressiven Decks enorm geändert, nachdem ich Doomsday gespielt habe und dann mal rechnen musste, wie viel Leben habe ich, oder wenn jemand mal Storm spielt, dann
es ist eine andere Herangehensweise, wie man Magic spielt und wie man Board States, Handkarten und Situationen, Sideboards evaluiert. Also kann ich jedem nur empfehlen, einfach mal proxt euch ein Deck zusammen, spielt mit Freunden, guckt euch an, wie andere Decks sich spielen und vielleicht ist es euer Ding, vielleicht ist es nicht euer Ding, aber man lernt auf jeden Fall was über Magic. Ja. Dann würde ich sagen, ja, Glückwunsch an Yannick hier für sein 4-2 an der Stelle. Und es hat mir eine große Freude gemacht, viel zu kommentieren. Und ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Hearts Open dann nochmal. Alles klar. Das war's von meiner Seite aus. Ferit, out und open. Ciao. Da bin ich raus. Ich kann sagen, August ist dann 20. August. Ja, da muss man im Kalender gucken. Sollte mir, wir können nach Hause fahren, sagen, was wir machen. Ja, ich würde meine Klasse gerne mitnehmen. Achso, hast du die App? Ja, weil meine backt seit immer rum. Geht den Menschen wie den Leuten, würde ich sagen.